Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Factorio. Koloss. Duke, gib ihm. Macht das eigentlich Flächenschaden dann? Was ist bei Warte? Wieso gehst du nicht mehr gleich down? Okay. Hier war wohl mal eine Straße. Also hier musste ich halt einfach durchkämpfen. Na komm. Upp. Das wäre nicht gut. Mega Raptitan. Geht das auch für unsere Begleiter eigentlich? Oh ja, halt die auch. Sehr schön. Oh. Warum hat der so viel Damage genommen auf einmal? Junge, wie sie uns da überfallen haben. Oh, und wir sind überlastet. Wir haben sicher einen Haufen Waffen jetzt dabei, die wir zerlegen können. Okay, ein Haufen ist es nicht. Oh, 400 Damage macht die Kiste. Einfach weg, die Sachen. Chimäre, okay, das ist neu. Zwei Kolosse, um Gottes Willen. Bam! Gib ihn an. Durchhalten, Leute. Ja.
Oh oh. Oh oh. Und natürlich jetzt nachladen. Scheiße. Und wir sind langsam beim Nachladen. Ach du Scheiße, Mann. Die sehen schon heftig. Und warum halten unsere Leute auf einmal so wenig aus? Und das noch ein... Da ist noch so ein fetter. Wie sie immer schön in die andere Richtung schauen. Gib ihm. Komm! Bam! In die Fresse einfach. Aber damit sind wir auch gleich wieder auf dem Weg zu einem Level-Up. Das hat auch seine Vorteile. Was zeigt uns der da eigentlich an? Achso, das da drüben. Schon wieder reparieren. Boah, 50%. Chimäre. Die macht nur ein bisschen Sorgen. Komm schon, gib ihm! Bam! In die Fresse! Ich habe so das Gefühl, die Chimäre gehört zu irgendeiner Quest, zu irgendeiner Mission. Und da sind wir wieder überladen. Was? Na, nicht fallen lassen, das ist das Zerlegen. Immer noch überladen. Letztes Gefecht des Helden. Okay, also hier... Hier war schon irgendjemand, der wie ein Löwe gekämpft hat und verloren hat wahrscheinlich. Und wo genau ist der Held jetzt? Anti-Rapti, eine neue Waffe. Oh, bitteschön, Pavati. So, 480 kriegst du dann. Das Teil zerlegen wir wieder. Was haben wir denn alles dabei? Verdammt, gut. Schauen wir, dass wir alles Mögliche loswerden, was wir jetzt nicht brauchen. Hallo.
Ja. Was haben wir alles mit zum Teufel? Okay, wir können auch so unsere Sachen reparieren. Machen wir mal. Oh, das ist Fleisch zum Beispiel. Gut. Oh, das war's. Das sind so Sachen, die extrem viel Gewicht haben. Was ist mit denen ihrer Haut? Oder was ist mit den Mods hier, die... Oh Mann. Gut, müssen wir mal schauen, ob wir da noch irgendwas modifizieren. Reichweite ist gerade, aber Spaßkanone plus 25% kritischer Schaden ist sicherlich besser. Dann mehr Kapazität, Schock, Endstrahl, ich weiß noch immer nicht, was Endstrahl genau ist. Plasma oder Korrosion. So, und da haben wir eh schon was drauf, richtig? Oh nein! Was? Hä? Warum ist hier das hier und so gelb, wie wenn wir es angelegt hätten? Deswegen lässt sich nicht modifizieren. Okay, interessant. Rüstungsmodifikationen. Gerät, elektrisch geladene Oberfläche. Oh. Fertigkeitskit, Nahkampf und Verteidigung, Tech. Okay. Gehgeschwindigkeit erhöhen, hey! Nur geh, nicht lauf, oder? Fürchte ich. Gehen wir mal dorthin. Schon wieder rappt ihr uns. Die sind noch etwas einfacher zu killen als die, was wir vorher hatten. Okay, here we go. One down.
Dankeschön. Naja, dann haben wir bald wieder Level Up, so wie das da gerade weitergeht, ne? Die schauen auch immer weg. Okay, jetzt schauen wir mal her, dass wir kaum Headshots machen. Okay, das Ding macht aber auch ganz schön Damage, die Pistole. Ziemlich gut, die sollten wir ja vielleicht doch öfters mal einsetzen. Ah ja, 220, oder das ist pro Sekunde. 44, 105, naja, gut. Wieso machen wir auf einmal dermaßen wenig Damage? Okay, hier war eigentlich gar nichts. Aber hier geht's. Sollte es nach oben gehen? Das schauen wir sich an. Hä? Sind die schon wieder da? Da waren wir doch gerade. Gerade gekommen und da waren schon wieder Gegner. Ach, das ist die Tür oder das Tor, da soll es weitergehen. In den Norden, aber das ist sicherlich zu. Ja, versiegelt natürlich. Und dort ist wieder die Richtung, wo wir vorher mal waren.
Und wir haben fast wieder ein Level up. Oh Gott, wir haben auch dermaßen viele Gegner, wo man dann eliminiert wieder. Aber Freunde, das war es wieder für diesen Part. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.